Yo, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Hier kommt Alex. Ein neues Tezuka-Game am Start. Es heißt Invaders Corruption. Und wurde von Manuel van Dyk erstellt. 2010 bis 2013. Und wir können jetzt hier einfach mal Arena Survival zocken. Get ready. Oh mein Gott. Okay, ich habe euch schon mal ein Spiel vorgestellt, das hieß Astro Rush, glaube ich. So in der Art auf jeden Fall. Und das ist genau das gleiche in dem Sinne. Fast genau das gleiche. Oh mein Gott. Hier, falls ihr meinen überhaupt noch seht bei den ganzen Farben. Und jetzt bin ich dann gegangen mit richtig coolen Effekten ist das hier. Wie schon bei dem anderen Let's Play gesagt, wer so ein Spiel hier spielt, der will sich glaube ich auslassen und will nur seine also ein bisschen suchen. Und kann man hier bei diesem Spiel perfekt machen. Man kann sich einfach mal nur auslassen und einfach mal. Was war das denn jetzt? Hab ich jetzt mega. Man muss ja mal aufpassen, dass man ja nicht irgendwie kollidiert. Schießen tut er ja automatisch. Nur bewegen muss man sich selber. Okay, da war jetzt irgendwas in der Mitte, das wollte ich mitnehmen. Und ja, also es ist lustig auf jeden Fall. Invaders Corruption. Man hier wirklich Invasion. Nein, scheiße. Vorne Invasion bedroht. Ich sollte eher mal warten. Ich mache mal Arena Survival. Ich warte nochmal. Bis sie da sind und jetzt. Ordentlich drauf hier. Also das ist ein perfektes Spiel, wenn man irgendwie keinen Bock hat auf irgendwas mit zum Nachdenken. Ah! Scheiße. Okay, also hier kriegt man einfach nur Punkte, wenn man schnell ist. Es ist wirklich fast schon unkontrolliert hier. Hat bestimmt nicht sehr viel, also ist jetzt so dieser sarkastische Kommentar, ironische Kommentar dazu, dass es jetzt nicht sehr viel Anspruch hat, aber beziehungsweise dass es nicht sehr lange gedauert hat, das Ding zu programmieren, was auch nicht so schwer war vielleicht, aber trotzdem ist es auf jeden Fall lustig und für jeden, der einfach mal sagt, so ein Spaßspiel muss sein, der kann sich hier Invaders Corruption auf die Suche holen. Und ja, das war's eigentlich soweit von mir, dieses Spiel euch mal schmackhaft zu machen. Oder halt auch nicht, ich weiß ja nicht, wie so etwas ankommt bei euch. Gut, das war's von mir, bis zum nächsten LP. Dann bis dahin, euer Alex. Ciao.